So, wir haben ein Parallelogramm. Parallelogramm hat natürlich zwei parallele, jeweils gegenüberliegende Seiten, die aber auch gleich lang sind. Also diese Seite ist gleich lang wie diese und parallel zueinander und genauso diese Seite parallel zu dieser Seite und parallel zueinander. Bei dem Flächeninhalt müssen wir hier immer beachten, wo haben wir eine Seite und deren Höhe. Hier in diesem Beispiel haben wir natürlich hier die Seite und hier auch die Höhe, aber wir könnten natürlich auch diese Seite nehmen, dann bräuchten wir eben aber auch die Höhe, die dann hier irgendwo dann wäre, einzuzeichnen wäre, also hier ein rechter Winkel, bräuchten wir eine Strecke zur gegenüberliegenden Seite, sodass wir den Abstand hier zwischen diesen beiden Strecken haben. Haben wir aber nicht. Umfang, dort wird eben die eine Seite plus die andere Seite mal 2 gerechnet, oder man könnte natürlich auch einfach Seite A plus Seite B plus Seite C plus Seite D rechnen. Wäre beides möglich. Gut, kommen wir zum Beispiel Flächeninhalt. Wir haben, wie gesagt, schon hier die Grundseite, die 12 cm mal die Höhe. Ja, das ist, wie gesagt, der Abstand zwischen diesen beiden parallelen Seiten, also mal 14 cm. Und 12 mal 14 sind 168 Quadratzentimeter. Das Ganze einfach wieder doppelt unterstreichen. Und nun noch zum Umfang. Der Umfang haben wir hier zweimal die Seite A, sind die 12 cm, plus die Seite. Das ist jetzt wichtig, dass wir jetzt nicht die 14 nehmen, weil die 14 ist die Höhe und keine Seiten, sondern diese Seitenlänge, die 15 cm. Also das wäre auch hier. Hier sind die 15 und hier sind die 15 cm plus 15 cm. Wie gesagt, man könnte jetzt auch 12 plus 15 plus 12 plus 15 rechnen. Und deswegen ist hier die kürzere Form, indem wir einfach zweimal rechnen. Wichtig ist im Taschenrechner, das auch so einzutippen, zweimal und jetzt die Klammern zu nehmen. Klammer und dann 12 plus 15, Klammer zu und dann auf ist gleich. Also das davor war die Addition von 12 und 15, das waren ja 27 und jetzt mal 2 sind wir bei 54. Das ist wichtig, dass wir zum Schluss noch auf ist gleich drückt und nicht das Ergebnis nur aus der Klammer nehmt, weil das wäre dann falsch. Hier haben wir also 54 Zentimeter. So, das zweite Beispiel zum Parallelogramm. Und hier ist jetzt ein bisschen alles mal vertauscht. Klassisch ist ja eigentlich, dass wir die Seitenkante hier unten haben und dann die Höhe eingezeichnet haben, so wie beim ersten Beispiel. Jetzt habe ich mal die Höhe von der anderen Seite genommen. Ihr seht hier eine senkrechte Strecke, ist also der Abstand zwischen diesen beiden Seiten und die beträgt hier 5 cm. Wir hätten genauso aber die Höhe auch außerhalb zeichnen können, das ist eben hier egal gewesen. Ich habe jetzt mal mich dafür entschieden, das in das Parallelogramm zu zeichnen, weil beide Fälle könntet ihr immer mal wieder antreffen und solltet dann nicht irritiert sein. Gut, ansonsten bleibt alles relativ gleich. Wir haben also wieder den Flächeninhalt. A ist gleich jetzt die Grundseite hier, 8 cm mal die Seitenhöhe, 5 cm. Da braucht, glaube ich, wirklich keiner einen Taschenrechner. Das sind natürlich 40 Quadratzentimeter. Das Ganze können wir doppelt unterstreichen. Und der Umfang, der setzt sich jetzt zusammen aus 2 mal der einen Seite, 6,5 plus 8 Zentimeter. Und ja, das Ganze können wir im Kopf rechnen. Was auch immer, sind dann hier 14,5 cm mal 2 haben wir 29 Zentimeter. Gut, das war's schon zum Parallelogramm. Eigentlich nichts Wildes, nichts Großes. Ich hoffe, das kriegt ihr hin.